souvenir de Noël. Wir sind alles in der Stadt gefahren mit dem Auto und da haben wir das Essen eingekauft. Wir sind in der Grand Galerie gegangen und da haben wir das Ascenseur genommen und da stand immer ein Mann, er hat so schön gerufen, quatrième Alimentation. Und da sind wir rausgegangen. Es hat immer so apportisch geschmeckt, dachte ich. Es hat viele schöne und gute Sachen in den Kaffee, zum Beispiel Saumon fumé oder Foie gras. Das hat es selbst nur für die Weihnachten gegeben. Das haben wir nicht jeden Tag gegessen. Wir haben also mit meiner Mama und meiner Schwester so schöne Weihnachtsbrätle gebacken. Das hat überall so gut geschmeckt in der Küche, das ganze Haus. Und der Papa hat manchmal ein bisschen mitgeholfen, für den Teig zu kneten. Und manchmal sind ein paar von den Weihnachtsbrätle nicht schön gekocht, gebacken gewesen oder ein bisschen schwarz geworden. Und die haben wir gleich versüßen. Das sind die besten Weihnachtsbrätle gewesen. Die ersten Brätle, die ein bisschen schwarz waren und so gut geschmeckt haben. Das sind also ein paar schöne Erinnerungen aus meiner Kindheit, aus Weihnachtszeit.